Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Mein Name ist Daniel und dies ist mein Setup-Tutorial. In diesem Video werden wir uns anschauen, welche Komponenten, aus welchen Komponenten Scales bestehen und wie wir diese zusammenbauen. Was das Setup und die Hauptkomponenten von Inline-Scales betrifft, ist das bei Fitness-Scales. Und Aggressive-Scales das gleiche. Jedoch haben Aggressive Scales noch weitere Komponenten und deswegen werden wir uns das Ganze jetzt hier mit den Komponenten am Beispiel eines Aggressive Scales anschauen. Wie gesagt, ihr könnt diese Dinge auch für die normalen Fitness, also Street Scales, übernehmen. Also, aus welchen Komponenten besteht ein solcher Schuh? Zuallererst einmal haben wir hier den ganz normalen Schuh, also den Boot. Ohne Rollen, ohne Frame, ohne nichts. Also, wir haben den Schuh. Des Weiteren haben wir dann das Frame. Also die Schiene für den Skate, der hier unten dran kommt und woran die Rollen montiert werden. Am Skate selbst haben wir dann zum Beispiel Schnürsenkel, Schnallen, nochmal eine andere Schnalle und diverse Schrauben an der Seite und eine Sole Blade. Die ganzen Komponenten sehen dann wie folgt aus. Hier haben wir die Schnürsenkel. Dann haben wir hier diese Schnalle oben zum Festmachen des Schuhs. Wir haben dieses Klettband, womit wir unseren Fuß nochmal besser fixieren können. Dann benötigen wir natürlich kleine Schrauben, um diese Schnallen zu befestigen. Und ja, daraus besteht der Hauptschuh. So, jetzt benötigen wir natürlich noch Rollen an dem Schuh, damit wir auf Inlineskaten gehen können. Hierzu seht ihr, wir haben eben dieses Frame. Dazu brauchen wir selbstverständlich unsere Rolle. Ihr seht, die Rolle ist leer. Was fehlt? Das Kugellager fehlt. Dazu brauchen wir dann auch also unser Kugellager, welches dann eben in die Rolle hineinkommt. Es werden dann hier zwei Kugellager reinkommen und in die Mitte dieser Rolle kommt dann ein sogenannter Spacer, der dann genau in dieser Mitte der Rolle bleibt und die Kugellager kommen dann vorne und hinten dran. Dann haben wir die Schrauben, mit denen wir die Rollen an unserem Frame befestigen werden. Bei Aggressive Inline Skates haben wir in der Mitte meistens keine Rollen befestigt, wenn dann Grindrollen. Grindrollen sind keine Rollen zum Fahren, das sind dann Plastikrollen. Das sind dann diese hier. Die Rollen müssen wir dann hier in der Mitte befestigen. Die Rollen haben wieder spezielle kleine Schräubchen, wo dann hier an den Seiten reinkommen, damit die Schraube auch wirklich den exakten einfach fest aufsitzt und die Rolle nicht rumwackelt. Des Weiteren müssen wir schauen, dass wenn wir die Rolle montieren, sie nicht direkt am Frame anliegt, sondern zwischen dem Frame und der Rolle etwas Platz ist. Dazu verwenden wir sogenannte Spacer. Die sehen dann so aus. Diese Spacer kommen dann hier rein, die steckt man dann von innen hinein und dann halten sie eben diese Rollen fern. Und zuletzt müssen wir auch noch dieses Frame an unserem Schuh befestigen können. Und das machen wir dann ganz einfach mit zwei kleinen Schrauben, die von unten in den Schuh, also durch das Frame in den Schuh angesteckt werden. Bei manchen Skates, also Aggressive Skates, ist diese Sole Blade hier und diese kleinen anderen Sole Blades extra. Also das heißt, die besteht aus mehreren Teilen. Die können wir dann auch mit kleinen Schrauben unten montieren. Bei anderen Skates wiederum, wie zum Beispiel meine USD Skates hier, haben wir dann eine spezielle Blade. Da haben wir dann hier die Sole Blade in einem. Das heißt, wir packen dann unser Frame, setzen es hier unten an diese Sole Blade, dann kommt diese Sole Blade an den Schuh und von unten kommen dann eben diese Schrauben durch, um die Frame zu befestigen. So, somit wissen wir jetzt, aus welchen Bestandteilen so ein Skate besteht. Und jetzt schauen wir uns noch an, was wir dafür benötigen, um das wirklich festzuschrauben. Wir brauchen für die Schnallen so einen kleinen Inbusschlüssel. Und für die Rollen und andere Schrauben brauchen wir dann einen etwas größeren. Diese Nase hier ist dafür da, um Kugellager aus den Rollen zu entfernen. Damit sich dieses Video nicht zu stark in die Länge zieht, bauen wir jetzt ganz fix ein Skate auseinander, aber dabei beachten wir nur die Hauptkomponenten. Die Schnallen und Schnürsenkel lassen wir dabei aus. Bauen wir diesen Skate einmal auseinander, um zu sehen, wie das Ganze denn funktioniert.
Wie gesagt, wir haben hier das Frame, die Soul Blade und den Schuh. Also müssen wir jetzt allererst, entweder können wir jetzt das Frame erst abschrauben oder erst die Rollen. Ihr seht, ich habe hier schnell was vormontiert, damit es etwas schneller geht. Wir machen jetzt zuallererst die Frame ab. Das heißt, wir nehmen unseren Imbusschlüssel, wir gehen hier unten rein und drehen die erste Schraube hinaus. So, die erste Schraube ist ab und so noch die zweite. Somit ist das Frame abmontiert. Was ich in einem frühen Tutorial schon mal erwähnt hatte, ist, dass man an der Aggressive Skates verschiedene Frames dran montieren kann. Also man kann alle Frames aller Marken an alle Schuhe aller Marken montieren. Die sind alle international genormt. Aber es gibt zum Beispiel Frames für kleine Rollen, eben zum Trickskaten. Es gibt solche Frames mit größeren Rollen zum Tourenfahren von A nach B. Die kann man auch ganz einfach dran montieren. Und man kann auch an diese Frames Kufen dran machen. Dann kann man mit den Aggressive Skates auch Schlittschuh fahren gehen. So, machen wir nun weiter mit der Demontage unseres Skates. Hier haben wir jetzt noch unsere Grindrollen und unsere Rolle. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach wieder die Schraube, drehen sie auf. Und können unsere Grindrolle dann entfernen. Und hier haben wir dann eben noch diese kleinen Platzhalter drinnen, die ich vorher mal erwähnt hatte. Kommen wir zur Rolle. So, somit haben wir auch die Rolle entfernt. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier noch das Kugellager und ihr seht auch, es ist schön verdreckt, deswegen sollten wir das mal säubern. So, wie kriegen wir das Kugellager aus dieser Rolle hinaus? Ganz einfach. Wir hauen nicht mit diesem Imbusschlüssel hier rein und versuchen es rauszukrappen, sondern wir besorgen uns ein Werkzeug, das eben hier diesen Imbus hat und hier oben so eine Nase. Jetzt gehen wir mit dieser Nase in die Rolle und können dann somit dieses Kugellager einfach raushebeln. Und somit bleibt es ganz und in Schuss. Hier seht ihr, haben wir jetzt noch diesen Spacer hier zwischendrin gehabt. Und das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite mit dem zweiten Kugellager. Also eine Rolle besteht immer aus zwei Kugellagern. Das Kugellager geht derweil von Arbeit 1 bis Arbeit 9. Je höher die Zahl, desto besser ist die Verarbeitung und die Präzision der Kugellager. Das heißt, je höher die Zahl, desto besser und schneller rollen diese Kugellager auch. So, jetzt haben wir die Rollen und die einzelnen Komponenten. Und wenn ihr die Kugellager wieder reinnehmen möchtet oder reinmachen möchtet, dann verwendet ihr einfach die Rolle. Kugellager, ihr drückt es erstmal ganz leicht mit dem Finger hinein und dann könnt ihr wieder das Werkzeug verwenden mit dieser Nase. Ihr steckt die Nase hier rein und haut einfach einmal drauf und dann ist euer Kugellager perfekt in der Rolle drin. Das gleiche macht jetzt auf der anderen Seite, ihr nehmt diesen Spacer, legt diesen Spacer hier rein, dann nehmt ihr das andere Kugellager, setzt es hier leicht auf, sodass dieser Spacer in der Mitte sich nicht mehr drehen kann. Und um es dann letzten Endes ganz reinzubekommen, steckt ihr wieder die Nase rein, haut ein-, zweimal drauf und dann ist auch dieses Kugellager drin und ihr seht, wir können die Rolle rollen. Jetzt machen wir einfach die Rolle wieder dran und alles so wie vorhin, nur im Rückwärtsgang. Vergesst nicht, eure Rollen immer mal wieder zu drehen, damit sie nicht so schnell abgenutzt werden. Das heißt, ihr fahrt damit drei-, viermal, sage ich jetzt mal, dann dreht ihr die Rolle wieder um. Dann wird sie von der anderen Seite wieder mehr abgenutzt und ihr dreht sie wieder um. Somit halten eure Rollen noch länger und werden nicht so schief abgefahren wie meine jetzt. Und sollte euch das Skate mal nicht richtig passen, beziehungsweise er passt euch perfekt, aber hat dennoch eine kleine Druckstelle, dann könnt ihr gerade bei Aggressive Skates auch einfach mal ein Teppichmesser nehmen und diese Stelle im Schuh einfach rausschneiden. Hierzu kann ich euch jetzt mal zeigen, dass ich das hier auch gemacht habe, weil ich eben eine kleine Druckstelle hatte. Das seht ihr hier, habe ich etwas von meinem Skate rausgeschnitten und seitdem passen sie perfekt und drücken auch nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und eure Fragen sind damit beantwortet. Wenn nein, dann fragt einfach und stellt eure Fragen noch in den Kommentaren oder schreibt mir einfach persönlich eine Nachricht. Ich werde sie dann versuchen zu beantworten. Ja gut, das war's auch wirklich. Ich sag jetzt, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao zusammen, euer Daniel.